Hi, ich begrüße euch zu einer Folge Blockhand, ja mal was Neues, ne? Wundert euch nicht, ist ja in Hide and Seek Liste drin. Ich werde es dann wahrscheinlich so ab und zu mal abwechselnd machen. Hide and Seek ist jetzt so, ja, dann brauchen wir halt immer wieder viel zum Labern, aber gut, ich stehe jetzt gerade noch in der Lobby, warte, bis das Spiel losgeht und da kann ich noch auf das Ergebnis des Votings eingehen. Jo, das sieht man. Die Mehrheit hat für das selbst zusammengestellte Modpack gestimmt. Und ja, es war auch eines in Arbeit, deswegen habe ich die Option auch vorgestellt. Dann wird jetzt, ja, ich denke mal, nächsten Monat wird dann die erste Folge kommen. Das Projekt wird dann Minecraft Nature Science heißen, auf jeden Fall. Also noch gucken, wie ich das Logo mache und so, bla bla bla. Es werden mehrere auch jeden Fall dabei sein. Man wird auch die Möglichkeit haben, da mal mitzumachen. Muss ich noch gucken, wie das alles dann läuft. Boah. Und dann sehen wir uns. So, und da sind wir in der Runde drin. Ich habe keine Ahnung, was ich meinte. Ich bin jetzt ein Schwein, oder? Ja. Gut. So, der Hunter hat es released. Okay, einer hat das Spiel verlassen, warum auch immer. Ich war bis jetzt noch nie in. Alter, was soll denn das? Ah ja, ich glaube, ja, die wusste jetzt halt nicht kennen. Jetzt hat man verschiedene Items. Da kann ich jetzt zum Beispiel die Hunter abschießen, krieg Punkte dafür und so ein Zeugs. Wie man das sieht, jo. Werden Pfeile geschossen und das fand ich jetzt gar nicht nett. Haha, der hat sich verraten. So nice. Ja. Auf jeden Fall hier, damit kann man, wenn man da irgendwas anklickt, kann man sich da höchstwahrscheinlich verwandeln. Da macht man Miau. Ist ein bisschen zu verraten. Und das ist noch Feuerwerk. Da kann man sich noch mehr verraten, aber ja, das muss jetzt nicht sein. Ich bewege mich jetzt einfach mal hier so ein bisschen unauffällig rum, wie so die Schweine auch tun. So blöd, wenn sie dann einen anschauen, das ist dann ein bisschen mies. Hui, ich schieße mal einfach einen Pfeil. Da muss doch irgendwo ein Hunter sein. Oh Mann, ey. Also ich muss fast ehrlich zugeben, es macht eigentlich wirklich mehr Spaß als Hide and Seek. Wenn man hier auch was tun kann. Jo. Da hat man einen Blumentopf rennen sehen. Ah, da ist eine Melone auf der Treppe. Wie nice. Alle Blöcke funktionieren natürlich nicht. Aber ja. Oh, da kam ein Pfeil angeschossen. Ah, krieg ich den? Ah, natürlich. Ah, ich hab ganz gut. Also klar. Okay, mein Bogenschützen-Skill ist sehr viel besser geworden als normal. Oh. Das Wetter ist gut. Es regnet Blumentöpfe. So nice. Volle Kanne. Die gehen voll auf den los. Jetzt muss ich aufpassen. Ah, Mist. Also ein bisschen bewegen. Unauffällig sein. Ah, Mist, da ging ich. Ich habe jetzt ein bisschen Axt gekriegt, das ist cool. Ich bin immer noch ziemlich safe, weil ich mich so teilweise unauffällig verhalte. Aber, na, Mist. Da ist ja irgendwo noch ein Hunter. Da oben ist irgendwo einer. Irgendwas versteckt sich auf dem Dach und schießt die ganzen Hunter ab, das ist echt witzig.
Der Fitz. Ich bin so unauffällig. Oh Mann, echt nice. Ist denn da jetzt hin? Oh, noch weniger als eine Minute. Ich habe schon die Zeit aus den Augen verloren. Aber oh, es ist cool. Ja, die Folge wird jetzt auch wieder ein kleines bisschen kürzer, je nachdem wie ich schneide, aber jo. So, als kleine Abwechslung hier, dann, ah, guck mal, da kommt ja einer. Na, bleib jetzt still. Natürlich hat er. Jawohl. Ah. Fast rein. Aber mal random drauf. Ah, ein bisschen zersetzen. Aber ich darf ihn nicht verraten. Wisst ihr was? Ich mache jetzt halt auf YOLO. YOLO. Yay! Jawohl! Der war nice. Auf jeden Fall, wenn ihr noch Bock auf mehr Blockhand habt, schreibt das mal in die Kommentare oder so. Auf jeden Fall am nächsten. Ja. Nächsten Montag sehen wir uns dann in dem neuen Minecraft-Projekt Nature Science. Und ja. Schaut mal ein bisschen auf dem Kanal rum. Ich habe ganz coole Videos. Lasst einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.